Weihnachten im Krisenjahr. Glauben und Vertrauen. Im Gespräch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch. Herr Erzbischof, für die Finanz- bzw. Wirtschaftskrise ist die Gier als eine, wenn nicht sogar die Wurzel des Übels ausgemacht worden. Hauptsünde, Wurzelsünde, Gier. Das klingt biblisch. Hat die Bibel jetzt Tagesaktualität? Ja, das klingt tatsächlich biblisch und von der kirchlichen Tradition her nennen wir die Gier eine der Hauptsünden. Das heißt eine Sünde, die andere hervorbringt und die zu anderen Sünden führt. Und es ist doch tatsächlich so, dass wir nachdenklich geworden sind. Plötzlich kommt in einem Zusammenhang mit dem Bankern und im Zusammenhang, wo es um Geld geht, kommt das Stichwort von Glaube und Vertrauen. Eine Bank leiht der anderen nichts mehr, weil sie nicht mehr vertraut. Und wir spüren, da ist noch eine andere Dimension im Hintergrund. Und allzu viele meinten doch offensichtlich, sie könnten das große Geld machen. Früher sagten wir, ich arbeite für mein Geld. Jetzt heißt es oft, mein Geld arbeitet für mich. Und ich wundere mich schon, dass diejenigen, die meinten, sie können 15% oder 25% Gewinn machen, sich nicht gefragt haben, woher das kommt. Es muss ja jemand da sein, der diese 15% oder 25% bezahlt. Und es war jetzt nicht nur eine Sache der Banker, die groß angelegt haben, sondern viele Kleine haben sich dazu verführen lassen, ihr Geld auch so anzulegen, dass sie möglichst viel gewinnen, ohne zu überlegen, dass ein anderer das bezahlen muss. Und damit ist klar, das musste dann irgendwann mal schiefgehen. Aber ist Gier nicht eine Haupttriebfeder für Fortschritt, für Wachstum? Natürlich muss ein Betrieb Gewinn machen wollen, denn ein Betrieb, der keinen Gewinn macht, kann die Arbeiter nicht bezahlen, kann die Stelle nicht halten, der kann auch nicht nach vorne gehen. Also wir brauchen das Streben nach Gewinn, aber Gier hat dann schon den negativen Beigeschmack. Das heißt, Gier, ich übertreibe etwas. Ich bin dann fixiert auf das allein und in der Gier übersehe ich, dass noch viele andere Elemente dazukommen, etwa nicht nur das Streben nach Gewinn, sondern ich muss auch überlegen, wie geht es mit dem Menschen dabei? Wie geht es um andere Werte, wenn ich Gewinn mache? Zu wessen Schaden, Nachteil geschieht das? Und das muss ich dann auch immer mit bedenken. Bei dem Gewinnstreben kann das durchaus dabei sein. Bei der Gier ist die Gefahr, dass ich das übersehe und vergesse. Was fällt Ihnen zum Wort Kapitalismus ein oder vielleicht besser Marktwirtschaft? Wenn ich den Kapitalismus extrem sehe und es tatsächlich nur ständig um die Steigerung und Vermehren des Gewinns geht, dann merken wir, wie jetzt an seine Grenzen gekommen ist. Kapitalismus kann ich auch in anderem Sinn verstehen. Ja, wir wollen, dass die Menschen wirtschaften, dass die Menschen arbeiten, sich betätigen und auch das Kapital einsetzen, um die Wirtschaft voranzubringen. Insofern ist doch durchaus etwas Gutes. Darum müssen wir auch überlegen, dass es nicht die reine Marktwirtschaft ist, die uns nach vorne bringt, denn der reine Markt bringt nichts. Nur Werte hervor, materielle Werte, aber nicht die anderen Werte. Darum braucht der reine Markt oder der Markt überhaupt, braucht eine gewisse Kanalisierung, er braucht Vorgaben, er braucht Leitplanken. Und das ist es dann, was wir die soziale Marktwirtschaft nennen, weil es darum geht, nicht nur Gewinn zu erwirtschaften, sondern auch immer zu überlegen, dass auch der Gewinn, den ich erwirtschafte, sozial verpflichtet ist. Finden Sie, das passiert genug oder muss es eine neue Orientierung in der Ethik, eine ethische Neuorientierung geben? Die Bankenkrise zeigt uns, dass da nicht genug geschehen ist, vor allem weltweit und vor allem das amerikanische System, das nun fast nackter Kapitalismus ist, das ist an seine Grenze, ja an sein Ende gekommen. Und wir auch in Deutschland waren in Gefahr oder sind in Gefahr sogar zu einer Ellbogengesellschaft zu werden. Ich denke zuerst an mich und denke zu wenig an den anderen. Und wir sind auch in Gefahr, das Soziale etwas zu verlieren, denn die Kluft zwischen Arm und Reich, die Schere ist immer größer geworden. Es sind viele da, die haben davon profitiert und verdient, dass gewirtschaftet wurde. Und es sind viele, die davon zu wenig mitbekommen haben. Darum müssen wir tatsächlich wieder an eine Neuausrichtung der sozialen Marktwirtschaft denken, wo das Soziale stärker zu gelten kommt, damit wir auch den Konsens in unserer Gesellschaft wiederherstellen. Denn eine Gesellschaft kann nur dann leben, wenn auch eine gewisse Breite an Konsens da ist. Und wir sind in Gefahr, dass der verloren geht. Und darum ist die jetzige Bankenkrise in meinen Augen ein Appell, eine Herausforderung, neu nachzudenken und auch neu die Leitplanke zu setzen, neu uns an die Werte erinnern, eben auch an die soziale Seite. Ist das eine Zuständigkeit der Kirchen?
Wir sind sicher nicht die, die Vorgaben machen, wie man Gewinn erwirtschaftet oder die dann tatsächlich jetzt Tatanschläge geben. Aber wir haben eine Aufgabe, an die tieferen Werte zu erinnern, etwa daran zu erinnern, dass auch das Kapital sozialpflichtig ist. Wir haben die Menschen daran zu erinnern, dass das Geld allein nicht glücklich macht und dass sie dabei auch immer an den anderen denken muss, die soziale Seite, dass die Gesellschaft von der Solidarität lebt. Und da müssen wir uns in dieser Situation zu Wort melden und wir tun es auch. Und die bestärken, die nun daran gehen, auch eine neue Wirtschaftsordnung, die stärker sozial ausgerichtet ist, die stärker aufeinander Rücksicht nimmt, die stärker das Gemeinsame sieht, dann zu entwerfen und in die Tat umzusetzen. Darum bin ich froh, dass die Bundeskanzlerin schon beim letzten G8-Gipfel daran erinnert hat. Und ich bin auch dankbar für die Initiative, die jetzt in Washington gestartet wurde, Fisch mit den führenden Industrienationen. Und ich hoffe, dass alle mitmachen und sich auf eine neue Form der Wirtschaft besinnen. Mit dem Absturz an den Finanzmärkten hat es zumindest kurzzeitig volle Kirchen in Manhattan gegeben. Ist die Krise in der Krise die Zeit der Konjunktur des Religiösen? Die Krise ist in der Regel auch ein Anlass, sich zu besinnen und tiefer zu fragen. Wir haben das auch etwa erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist gut, wenn Menschen solche Anlässe benutzen, um da tatsächlich auch wieder das in den Blick zu nehmen, was vielleicht hinter dem Geld, hinter dem Streben nach Gewinn zurückgetreten ist. Insofern ist da auch immer eine Chance drin, aber es ist nicht so, als ob das nun, ich möchte sagen, die neue Situation der Kirche wäre. Wenn Menschen nachdenklicher werden, kommt es dem Glauben zugute. Aber so wie wir Menschen sind, besteht auch immer wieder Gefahr, wenn es besser geht, dass dann das Nachdenkliche zurücktritt. Das heißt also, dass es nicht mehr Leute gibt, die jetzt wieder in die Kirche gehen, die wieder zurückkommen zur katholischen Volkskirche, die Traditionen wieder aufnehmen. Bei uns kann ich es bis jetzt nicht feststellen, dass der Gottesdienstbesuch etwa zunehmen würde. Was ich feststelle und dankbar feststelle, ist, dass stärker nach Werten gefragt wird. Ich werde jetzt häufig gefragt, wie ist es, wenn wir mit Werten wirtschaften? Dann nicht nur mit finanziellen Werten oder mit dem Geld und mit dem Kapital, sondern auch mit den anderen Werten wie Mitmenschlichkeit, Werten wie Solidarität. Und da kommt eine Besinnung in Gang und die könnte längerfristig halten und die könnte unserer Gesellschaft, damit auch den Kirchen zugutekommen. Sind Sie damit zufrieden, dass es die Kirche in der klaren Form, die eine katholische Kirche, in die man geht, in der man heiratet, in der man Kinder tauft, dass immer weniger Menschen diese Kirche so wahrnehmen? Damit kann ich natürlich gar nicht zufrieden sein, denn wir spüren, dass tatsächlich hier in der religiösen Praxis ein Rückgang zu beobachten ist, der macht traurig. Und wir haben natürlich auch da die Herausforderung zu sehen, wie schaffen wir es heute in einer neuen Situation, das zu verkünden, was das Evangelium den Menschen bringen möchte. Wie übersetzen wir das neu in die Gegenwart, neu in das Leben eines jeden Menschen? Und darum müssen wir auch schauen, wo wir Menschen heute ansprechen. Und wir dürfen es nicht mal selbstverständlich nehmen, dass etwa Kinder in die Kirchen hineingetauft werden, weil die Eltern katholisch oder evangelisch sind, sondern dass dann viele, die nicht mehr sozialisiert werden, christlich, dass wir auch mit Erwachsenen Wege des Glaubens gehen, dass wir uns neu an die Jugendlichen, an die Eltern und Jugendlichen wenden und die Chance nützen, was es heißt, dass wir unter uns Erwachsene sind, die dann nachdenklich werden, die dann entdecken können, was Glaube, was Religion, was das Evangelium bedeutet. Das verlangt von uns schon, auf eine veränderte Situation auch neue Antworten zu geben. In dieser Zeit, was ist die Weihnachtsbotschaft? Die Botschaft ist, dass wir das, was das Evangelium uns gibt, das, was der Glaube uns schenkt, nämlich dass er die Welt aufreißt zu Gott hin und dass wir ein Ziel haben, für das zu leben sich lohnt, dass wir eine Hoffnung haben, die unserem Leben Kraft und Inhalt gibt, das den Menschen neu zu sagen. Und das ist für mich die Botschaft der Zukunft. Herr Erzbischof, vielen Dank. Danke auch.